Wir sind die Besten in Europa. Einen wunderschönen guten Tag, Bild.de hier bei Knops Kult TM im Rahmen von Waldis Club aus dem Bayerischen Bahnhof in Leipzig. Heute wieder mit absoluter Starbesetzung. Der Star aus dem ARD Morgenmagazin, Sven Lorik, ist da. Campino von den Toten Hosen und natürlich Didi Hamann, Champions League Gewinner. Und ich frage natürlich den England-Fan zuerst, Campino, 3:2 für die Engländer gegen Schweden. Oder wie ich sage, lose Zähne gegen lose Schrauben. sag mal, an Tagen wie diesen wünscht man sich da als England-Fan Unendlichkeit? Das kann ich für heute mit Fug und Recht behaupten. Das ist immerhin das erste Mal, dass England Schweden in einem Pflichtspiel besiegen konnte. Das ist ein unangenehmer Gegner, weil viele von denen spielen in der Premier League, die kennen sich in- und auswendig, spielen letztendlich recht ähnlich und deshalb ist es eine Art Angstgegner. Und der wurde heute bezwungen aufgrund einer guten Mannschaftsleistung und das lässt hoffen für den Rest des Turniers und deshalb summe ich die Melodie natürlich immer vor mich hin jetzt. Ne? Didi, du hast ja lange in England gespielt. Sind die Engländer jetzt sowas wie der Geheimfavorit? Haben die Chancen auf den Titel, was du gesehen hast? Geheimfavorit würde ich nicht sagen. Ich denke, dass sie eine Mannschaft haben, das erste Mal seit 10, 15 Jahren, dass sie eine Struktur in der Mannschaft haben, wo es ihnen eine Chance gibt, weit zu kommen im Turnier. Ob sie gut genug sind, das Turnier zu gewinnen, bin ich mir nicht sicher, aber ich gehe davon aus, dass sie aus der Gruppe rauskommen. Und dann ist natürlich wichtig, dass sie die Gruppe gewinnen, wenn möglich, um die Spanier zu vermeiden, weil ich gehe davon aus, dass die Spanier die andere Gruppe gewinnen. Sollten sie das machen, dann kann ich mir gut vorstellen, dass sie ins Halbfinale kommen. Wayne Rooney auf der Tribüne, Campino, brauchen die den jetzt noch oder geht es auch ohne? Allein wegen der Frisur, ein Hammermann. den brauchen sie. Er hat so ein bisschen die Gomez-Frisur, ne? Man muss aufpassen, also dass der Mann nicht wieder die alte Krankheit reinbringt, dass da wieder das Gefüge auseinandergebracht wird. Allerdings kann das nicht schaden, noch einen zweiten Mann zu haben, der vielleicht hinter Andy Carroll so ein bisschen, dass die so ein bisschen Dialog führen können. Also wenn es mal darum geht, zwei Spitzen zu haben, dann ist der Mann natürlich immer für was wert. Also die werden sicherlich mit ihm stärker sein. Sven Lorik, Deutschland spielt am Sonntag gegen Dänemark, also morgen. Ja. Und ein Unentschieden würde reichen. Ja, aber darauf setzt nicht Jogi Löw. Es wird auch nicht so ein Österreich-Spiel, so ein gepflegtes 0-0 und wir sagen Dankeschön. Ich glaube, Jogi Löw wird sagen, Gas geben und das werden wir diese Gruppe, wir sind ja die Einzigen, die 6 Punkte haben, jetzt quasi, ja. Wir werden es mit 9 Punkten beenden. Wir haben jetzt schon mehr als Otto Regel in seiner ganzen Zeit bei Hertha BSC Berlin, nicht? Das muss man vielleicht nochmal erwähnen. Didi, ist das gefährlich, das Ergebnis, oder spielen die Jungs das locker runter? Ja, es ist natürlich eine unangenehme Situation. Zwei ordentliche Spiele gemacht, das erste ordentlich, das zweite gut. Und jetzt bist du nicht qualifiziert. Also es besteht die Möglichkeit, dass du mit 6 Punkten ausscheidest. Und es wäre schön, wenn wir schon weiter wären. Dann hätten wir die Möglichkeit, dass wir vielleicht 2, 3 Leute rauslassen, andere spielen lassen. Aber die Möglichkeit haben wir jetzt nicht, weil wir brauchen mindestens einen Punkt. Und deswegen ist nochmal volle Konzentration gefordert. Dänemark ist nicht Österreich und da gibt es Sprachverständigungsschwierigkeiten und da kann schnell in der 90. Minute 0-1 sein. Ist alles scheiße. Im Fußball weiß man nie, was passiert. Also ist schon so ein bisschen Gefahr? Du siehst Gefahr, dass da... Ich sehe nicht Gefahr, aber ich denke, die Deutschen müssen zusehen, dass sie das eingetütet kriegen. Das läuft nicht auf Absprache, weil Dänemark sich schon freuen würde, da noch einmal Winke-Winke zu machen. Ja. Sven, sollte Podolski vielleicht mal eine Pause bekommen? Da wird ja viel drüber diskutiert. Ja, ich als FC-Fan sage auf jeden Fall, man sollte ihn vielleicht in den 80. einwechseln für das 100. Spiel, aber Herr Reus auf der linken Seite wäre mal eine Alternative, weil wir brauchen da einen, der die dänische Abwehr auseinanderwirbelt und der wäre ganz gut auf links. Und der Boateng wird ersetzt durch? Lars Bender, bin ich ganz sicher. Wir brauchen von euch natürlich noch einen Tipp. Didi, du kennst die Mannschaft am besten, du kennst viele Jungs, du kennst den Bundestrainer. Was schätzt du, was kommt raus am Ende? 3-1. Für? Das Orakel von Delphi. Es wird ein großes Reich zerstört. Also 3-1, was sagst du, Sven, ganz kurz? Ich sage klassische 2-0. 2-0 und Campino? Ich sage, eine stolze Fußballnation wird untergehen. Du warst mir schon mal sympathischer. Nee, es kann, bitteschön, ist Dänemark kein stolzes Land. Achso, okay, alles klar. Sehr gut. Ich habe jetzt versucht, jetzt ganz nebulös gar nichts zu sagen. Ist aber jetzt schief gegangen. Also, ich danke euch drei, dass ihr da wart. Wir haben natürlich ein kleines Getränk und Waldis Club gibt es natürlich wieder am Sonntag nach dem Spiel gegen die Dänen um 23.15 Uhr in der ARD. Ich hoffe, ihr seid dabei. Ich bin's auf jeden Fall. Tschüss. Prost. Jawohl. Einer geht noch.
Das ist der neue Fußballhit von Matze Knob und Waldi Hartmann. Wir sind die Besten in Europa. Matze Knob und Waldi Hartmann, die Besten in Europa. Ab 18. Mai im Handel und auf allen Downloadportalen. Weil unser Team bombastisch spielt.